herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei nicht Angry Birds Epic. Nein, heute ist es Hearthstone wieder. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Magier-Deck. Und ja, ich bin gespannt, ob wir oder was wir heute für einen Gegner hier bekommen. Ich bin auch gespannt, diesen Monat soll jetzt noch die neue Erweiterung Naxxramas kommen. Gegen und wenn es soweit ist, werden wir natürlich sofort hier so alle entsprechenden Gegner anpeilen. Gut, unsere Starthand sieht nicht schlecht aus. Dadurch, dass er Auenmagier hat, würde ich die beiden hier bevorzugen. Ja, aber schauen wir mal, was entsprechendes kommt. So. Wir bekommen gleich einen Coin. Und das ist natürlich für uns praktisch. Wir spielen aber in der ersten Runde erstmal ihn. Und schauen, was er entsprechendes spielt. Macht er irgendwas? Bringt er auch irgendwas? Und es kommt ein Froschblitz. Das ist sehr schön. Somit haben wir den ersten schon mal herausgelockt. Können wir den nächsten gleich bringen. Mal sehen, ob er noch mal einen hat. Ja, die Heldenfähigkeit bringt nicht ganz viel. Er spielt eine Arkane Intelligenz, das ist sehr schön. Weil damit gibt er uns jetzt natürlich hier die schöne Möglichkeit, ihn entsprechend hoch zum Buffen. Wir spielen noch einen Wurmling und gehen ihm gleich mal mit 5 ins Gesicht. So, was macht er jetzt entsprechend? 1, 2, 3. Oh. Ja, nicht ganz wie er es gehofft hatte oder wie er es gedacht hatte. Macht aber nichts. Wir sind ja noch da. Wir bringen den nächsten. Ach, wir hätten auch ihn spielen können, aber da er ja eh noch nichts auf dem Deck hat. Wen soll ich töten? Ist das schon okay. So. Er wird jetzt natürlich meinen Finger wegnehmen, das ist klar. Und zieht sich nochmal 2 Karten. Sehr schön. Wir bekommen dann AC-AT. Aber ich spiele noch einen Karten. Hier, um hier nur noch eine extra Karte zu ziehen. Ein Oger, sehr schön. Zwei. Nochmal. Und er ist schon unten bei 15. So, schauen wir. Kommt ein Schäfchen oder was macht er? Okay, da kommt unser Schaf. Das ist sehr schön. Ich überlege, ob ich ihn kopieren soll, aber ich glaube, ich nehme erstmal. Ja. Er hat eher noch keine Diener auf dem Feld, somit können wir hier schön den Oger spielen. So, können wir ihm ein Schäfchen rauslocken? Nein, er macht nochmal. Okay. Er haut wirklich alles rein, was irgendwie geht. Aber irgendwie nur Kopierkarten. Und das ist natürlich immer praktisch, wenn er solche spielt. Und wir bekommen einen Feuerball. Sehr schön. So, mein Oger wird hier jetzt natürlich rausfliegen. Den wird er nicht stehen lassen. Du nicht nehmen, Kerze. Ah, da kommt ein 2er Schaden. Ja. Und hier nochmal ein 5er Schaden. Und haut uns in der. Ja gut, war klar, damit konnten wir ja rechnen. Das ist normal. Gut, können wir ihm alles schön weghauen.
kopieren wir uns noch irgendwas? Ich würde sagen, ja. Was habe ich denn noch für Karten hier dran an großen? Ich habe... Ja, ist ein Anfängerdeck halt. gut. Was wir brauchen ihn und ich brauche einen Feuerball. Einmal Feuerball weg. Er kommt weg. Der geht ins Gesicht. Und uns reicht der 7er Schaden. Und damit ist die Runde eigentlich sehr, sehr schön und schnell beendet. Ihr seht, also auch mit einem schönen Anfängerdeck kann man hier schön durchstarten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Achso, wenn euch das Deck gefallen hat, gebt natürlich ein Like. Und ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an dem Deck noch verbessern würdet. Ich danke euch vielmals und bis dann. Tschüss.